Die Firma Kreisel ist ein E-Motoren-spezialisiertes Unternehmen aus dem Mühlviertel in Oberösterreich. Bei der Eröffnung des neuen Kreisel-Firmensitzes im September 2017 wird verraten, dass der Neffe von Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger Knapp, in das Unternehmen einsteigt. Konkret hält er 16% an Kreisel Electronic. Sein berühmter Onkel rührt bereits vor einem Jahr die Werbetrommel, als er beim berühmten Hahnenkammrennen in Kitzbühel seine von Kreisel auf Elektroantrieb umgebaute Mercedes G-Klasse entgegennimmt. Für Kreisel ist der Auftritt von Schwarzenegger mit der Elektro-G-Klasse natürlich ein absoluter Glücksgriff, denn die drei umtriebigen Brüder wollen künftig auch am US-Markt groß durchstarten. Hier soll der Schwarzenegger-Neffe übrigens die Strippen ziehen. Und dieser kann sich auch auf seinen berühmten Onkel verlassen. Das auf der Facebook-Seite der Autoshow veröffentlichte Video hat schon über 1,2 Millionen Aufrufe und wurde über 10.000 Mal geteilt. Arnie und Leno, die auch persönlich befreundet sind, haben bei der Sendung auch richtig Spaß. Los geht es gleich mit einem Armdrücken. So, now, pushing too many pencils lately? What's going on here? Dann muss Leno Kreisel aussprechen, was auf Anhieb ziemlich gut klappt. Can you say Kreisel? Kreisel. Yeah, Kreisel. Kreisel. Genau, that's now you're talking. In Austria. Exactly, okay. In Austria, yes. In Anschluss erklärt der Terminator noch einige Details über seine elektrische G-Klasse, die seit dem Umbau nicht nur mehr leistet, sondern auch deutlich weniger Gewicht auf die Waage bringt. Das Auto fährt sich fantastisch, sagt Schwarzenegger. Dann brechen die beiden Kumpels zu einer Testfahrt auf. Let's do it. Let's do it. Exactly. Kreisel. Ja. Yeah.